Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu meinem nächsten großen, sehr, sehr großen Projekt. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jawohl. Ein Spiel, was 2011 auf den Markt gekommen ist. Ein Spiel, was 2011 alle Rekorde gebrochen hat. Und ein Spiel, was mich 2011 wirklich in den Bann gerissen hat oder in den Bann genommen hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie man das sagt. Ich freue mich wirklich riesig drauf, dieses Spiel zu spielen. Allein auch schon jetzt die überarbeitete Version von Steam, die Special Edition, beziehungsweise auch jetzt mit eingeschalteten Mods. Sobald wir im Spiel drin sind, werde ich euch auch gleich mal zeigen, welche Mods ich alles aktiviert habe. Hey, ihr da. Ja. Endlich seid ihr wach. Ich bin wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Aha. Yep. Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Dreckiger Dieb. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich leer ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Nein, ich sollte nicht hier sein. Und was stimmt mit dem? Halt die Klappe, sonst komme ich gleich nach vorne, du Bastard. Okay. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Jawohl, Ulfric. Von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Na doch. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius. Oh, wir sind da. Wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Ah, sieht schon verdammt schön aus. Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Tja. Das ist Helge. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Oh. Ja, Papa. Warum halten wir an? Alle am Gaffen hier. Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine okay. Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Ja, vor allem ich nicht. Den könnt ihr umbringen, aber mich doch nicht. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Tja, da steht ein Pferd. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Hey, der haut ab, Leute. Haltet ihn auf. Will sonst noch jemand fliehen? Wartet, ihr da, tretet vor. Das bin ich. Wer seid ihr? Okay, jetzt können wir unseren Charakter erstellen. Ich glaube, ich werde... Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Argonia. Diese Reptilienwesen optimal an das... nee, oh, vielleicht nehme ich...
Ich glaube, ich werde einen Kaschid nehmen. Die finde ich. Die sind schon ziemlich easy. So, nehmen wir den hier. Machen wir weiter. Geschlecht. Männlich natürlich. Vorgabe. Oh. Ey, der sieht aber schon ziemlich geil aus. Ich glaube, den lasse ich sogar gerade so. Hautfarbe? Ja, ich lasse den so. Das sieht schon wirklich geil aus. Gewicht. Ein bisschen breiter. So. Tipptopp. Den Kopf. Gesichtsfarbe. Schmutz. Nö, lasse ich. Lasse ich. Narben. Sieht man sowieso nicht. Farbe in der Bemalung. Lasse ich auch. Gesicht. Nasenart. So, hier. Die Nasenhöhe. Ich rieche. McDonald's. Na, okay. Oh, kann man hier viel machen. Stirn, ich sehe den Charakter ja sowieso so gut wie nie. Also von dem her lasse ich den so. Ne? Ist gut so? Gefällt dir das? Ja, das gefällt dir, gell? Schön. Okay, weiter. Die Augen. Oh, das sieht gut aus. Augenfarbe. Kann ich rot? Oh, yes. Rot, 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 rot. Rot, 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 rot. Wo war das? So ist gut. Das ist immer so ein Orange. Den Rest, oh, lasse ich erstmal so. Lidfarben, Lidschatten, Lidstrichfarbe. Ja, übertreiben müssen wir auch nicht. Dann sitzen wir morgen noch hier. Die Augenbrauen lassen wir auch. Den Mund, der ist gut. Der ist gut so, Leute. Das gefällt mir. So wie der aussieht, ich kann mich voll und ganz mit dem identifizieren. Der sieht doch aus wie ich. Ich meine, guckt euch mein Bild an und guckt euch den an. Genau gleich. So, Haare. Kann man eben so ein Afro geben. Oh, nee, die waren eigentlich gut gewesen, die ich vorher hatte. Diese Ohrringe. Ich finde das gut so. So finde ich gut. Na, wobei mit Haaren ist, glaube ich, noch ein bisschen besser. Wo waren das jetzt nochmal? So? Ja, das finde ich besser. Der Bart. Nein, der war schon gut so, wie er war. So ist okay. Die Haarfarbe? Ah ne, die will ich dunkel lassen. Die lasse ich dunkel. Tipptopp. Fertig mit R. Beende und dem Charakter einen Namen geben. Beenden und dem Charakter einen Namen geben? Jo, wie nennen wir den wohl? Hier. So. Let's go. Weiter geht's. Gehört ihr zu einer der Karawanen, Khajiit? Euresgleichen scheint den Ärger ja Hallo? Nicht zu suchen. Sag mal, geht's noch? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Verpiss dich doch mal, du scheiß Pferd, ey. Fehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Elsweyer zurückgebracht werden. Dankeschön. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ich meine, dass man jetzt hier nicht hingerichtet wird, ist ja klar. Die Leute, die geben sich doch nicht hier eine Stunde Zeit, um den Charakter zu erstellen, um danach dann hingerichtet zu werden. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen Na, König warum bist du hier? Und sich auf dessen Thron zu setzen. Junge, nimm dem doch mal diesen Knebel weg. Ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Dinosaurier! Es ist nichts. Weitermachen. Der Ulfric Sturmmantel, der nimmt das ein bisschen ernst oder zu ernst mit dem Thema. Ich sage nichts, solange mein Anwalt nicht da ist. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen. Genau. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache. Hä? Wo ist denn der hin? Hä? Wie ihr wünscht. Da war doch gerade einer neben mir. Hey Leute, hier ist einer abgehauen. Ich schwöre, es hier war einer, so ein Rotschopf. Hallo? Hört mich einer? Hallo? Der ist weg, hier war einer. Ah ne, das war ja der. Oh, nee, das ist ja der hier. Jetzt habe ich das gar nicht mitgekriegt. Tja, und zock. Schön. Genau. Guckt mal hier, das Blut am Boden. Ich kann es euch gerade mal zeigen, meine Freunde. Ganz kurz. Ich zeige euch mal die Mods, die ich aktiviert habe. Dann wisst ihr das auch. Okay, passt auf. Mods werden geladen.
Da habt ihr es. Einmal habe ich hier Equality World Map. Ich glaube, dann sieht die Weltkarte, wenn man M drückt, ein bisschen besser aus. Dann habe ich da irgendwie sowas mit Forest of Skyrim. Vielleicht so ein bisschen mit, keine Ahnung, so Lichteffekten oder so. Oder hier halt verbessertes Blut, das haben wir jetzt gerade gesehen. Diverse Dragons Collection. Plus 28 neue Drachen. Alles mögliche so Zeug. Besseres Wasser, bessere Auflösung beim Wasser. Also Realistic Water 2. Und Skyland Landscape Texture Pack. Also das, was dann allgemein die Grafik von dem Game so noch ein bisschen nach oben treibt, meine lieben Freunde. Sieht man ja auch gut hier, wie schön das aussieht. Auch wie das Licht durch das Tor fällt. Ist gerade keine Sonne, dann kann ich das nicht besser zeigen. Leute, habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Bin ich das jetzt? Muss mein Schatten? Nein, ich will nicht. Leute, ich habe eine Stunde für die Charaktererstellung gebraucht. Das kann es jetzt nicht sein. Na du. Leute, da fliegt was. Dreh dich mal um. Yeah, Leute, das ist wahre Kraft. Ich sehe nichts. Ist es verschwommen? Benutze WASD, um dich zu bewegen. Das kann ich noch. Junge. Ja, genau. Alles klar bei dir? Du kannst mit mir reden, wenn was ist. Ich glaube, ich gehe mal lieber bei dir. Mach die... Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Jo. Wir müssen los. Durch den Turm. Los. Durch den Turm. Okay. Uiuiui. Der gibt dir richtig Feuer. Ah, wir müssen hier springen. Genau. Zack. Und jetzt? Können wir hier noch irgendwas plündern vielleicht? Nee. Da lang. Schieß den doch ab. Oh oh. Dem muss ich jetzt folgen, hä? Jo. Ja, Gunnar. Die Götter mögen euch leiten, Atvar. Dem geht's auch nicht mehr so gut. Guck, wie cool das Blut aussieht jetzt. Ach du Scheiße. Komm, weg mit dir. Hallo? Leute, wir müssen hier weg. Der Drache ist da. Sag mal, merkt ihr das nicht? Sag mal, spinnst du? Steht der immer noch da oben und schießt da mit einem Pfeil auf den drauf. Oh, jetzt kann ich mich entscheiden. Entweder folge ich dem Typen oder ich folge dem Typen. Ich folge dem hier. Nee, der wollte uns hinrichten. Los geht's. Sehr schön. Abgeschlossen. Betritt die Festung mit Hadvar dem irgendwas. Entkomme aus Helgen. Wir sehen uns dann in Sofen. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Nein. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Hier.
Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht... Er wird ihn eh nicht mehr brauchen. So. Waffen. Ein bisschen Kleidung. So, sehr schön. Das ist eh nichts wert. Das können wir wieder ablegen hier. Drücke R, um eine Waffe... Die Rüstung an und schwingt die Axt. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Wollen wir mit der Ego-Perspektive spielen oder mit der Third Person? Versuchen wir es mal beim Tor. Ich spiele ein bisschen mit Ego erstmal. Finde ich cooler. Wenn ihr sonst da anderer Meinung seid, könnt ihr mir das ja in die Kommentare reinhauen, was ihr besser findet. Von dieser Seite nicht öffnen. Kommt schon, die Kaiserlichen! Entdeckung! Verstecken! Öffnet die Tür. Ups. Tab drücken. So. Nicht bewegen, Leute. Psst. Bin ich immer noch im Ducken? Geht weg von mir! Ich bin eine gefährliche Katze. Ey, du Bastard. Bist du dumm oder so? Haha, einen haben wir. Yes. Oh, guck mal, wir haben sogar Blut am Bildschirm kleben. Warte, mach das mal sauber hier. Sau. Gucken wir mal. Oh, jetzt kriegen wir denen ihre Kleidung. Warte. Wieso habe ich hier einen Chat zum Schreiben? Kann man hier Cheats etwa machen? Scheiße, jetzt. Ah, so ist gut. Durchsuchen. Erstmal. Der hat nichts mehr. Der hat noch was. So, lass mal gucken. Inventar. Die haben wir mit Schaden 9 und dann haben wir noch das Schwert. Ich will in jeder Hand eins haben. So ist gut. Tipptopp. Bei der Kleidung. Einen Helm haben wir aber jetzt nicht bekommen. Hoho! Na, das sieht doch schon mal gut aus. Yep. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Okay. Ganz ruhig bleiben, Junge. Ich weiß aus Erfahrung, dass man so Zeug immer gut gebrauchen kann. Hier schon ein bisschen Salat haben. So. Einen Topf kann ich auch mitnehmen. Aber ich sehe jetzt schon, dass, dass mein Inventar voll sein wird, bevor ich überhaupt beim nächsten... Oh, das mag ich nicht. Wieso hatten der das zweite Schwert nicht, Ja, okay, komm. Lassen wir das. Dum, 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 dum. Der Drache ist aber hartnäckig. Ja. Sturmmäntel, dreckige Verräter. Wow, Bastard. Ausdauer niedrig. Deine Ausdauer ist niedrig. Dadurch kannst du nicht mehr sprinten und auch keine mächtigen Angriffe durchführen. Trinke einen Trank oder... Ach, egal, Mann. Wir schaffen das auch so. Der ist hinüber. Was hab ich jetzt gemacht? Seht nach, ob ihr irgendwelche... Ja. Zaubertränke finden könnt. Genau, Zaubertränke. Zaubertränke. Guck mal hier. Irgendein Mana-Trank. Hier haben wir auch noch Tränke. Da haben wir noch eine Flasche Rum. Für zwischendurch. Das ist immer gut. Da kann man noch was zubbeln hier. Jojo, über drei. Okay, ja, komm jetzt. Sag mal, wie sieht es denn mit meinem Inventar überhaupt aus? Guck mal, hier schon über die Hälfte voll. Ah, hier haben wir doch was. Zaubertrank. Sehr schön. Gut. Okay. Da haben wir noch was. Fertig? Jupp. Dann gehen wir weiter. Mach die Tür auf, Bruder. Ich gebe dir Rückendeckung. Okay, dann nicht. Hey, da sind wieder Leute. Beim Blut eines Trolls. Hört ihr das? Komm schon.
In den Krieg! Oh, das ist unser Kollege! Okay. Ist jetzt nun mal so passiert. Boah, der ist stark, der Hammer. Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Oh, die kann man sammeln, stimmt's? Könnt ihr Stopp drücken und die selber durchlesen? Ich mach das jetzt echt nicht. Also, es gibt Leute, die mögen das. Ich mach das jetzt halt nicht, ne? Ist halt ein bisschen viel, finde ich. Das nehme ich mal mit. So. Ich hab Dietrich. Das schaffen wir, Leute. So. Benutze Maus. Ja, ja, das verstehe ich schon. Ah, beim Controller. Ich habe das früher auf der Xbox gespielt. So. Gar nicht so schwierig. Brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Was wollen wir überhaupt allgemein? Wollen wir eher so einen auf Magier machen oder wollen wir eher einen, eher einen Kämpfer machen, also mit Schwert, oder wollen wir eher jemanden mit einem Bogen oder mit, so mehr Dieb mit der Dolchen und so. Wäre mal cool, wenn ihr mir mal da einen Wunsch in die Kommentare reinschreibt, damit ich mal wüsste, hier ist echt alles dabei, damit ich mal weiß, dass ihr mir überhaupt zuguckt, meine lieben Freunde, und dass ich hier nicht ganz allein im Dunkeln im Zimmer sitze und da mit mir alleine rede. Meine Nachbarn denken schon, ich habe einen an der Klatsche. Gut, haben wir hier was? Nee. Also haut mir mal auf jeden Fall was in die Kommentare rein, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt zum Thema, welche Klasse wir spielen sollen. Gut. Okay. Sehr schön. Boah, ist hier viel Blut. Was ist denn hier los? Oh, bei den Skeletten finde ich immer Geld. Das finde ich cool. Warum auch immer. Na, schäbige Robe. Okay. Kaiserliche Hunde. Die sind sich für nichts zu schade. Besser hier drinnen als da draußen. Okay, meine lieben Freunde. Wir sind jetzt eigentlich so gut wie draußen. Da hinten ist der Höhlenausgang. Ich hoffe, euch hat... Einen Moment, die erledigen wir noch. Komm schon. Den haben wir. Oh, dieser scheiß Bogenschützenring auf. Komm, bevor er sein Schwert rausnimmt. Da hinten hat's noch mehr. Oh, meine Tragklasse ist... scheiße. Waffen... Ja, ich habe wahrscheinlich viel zu viel von dem Zeug hier, ne? Also, den legen wir mal ab. Fallen lassen. Fallen lassen. Jetzt ist gut. Das wird die noch erledigen hier. Da könnte ich Feuermagie anwenden. So. Keine Chance. Sehr schön. Also, meine Lieben, ich werde jetzt an der Stelle hier den Part beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Pfeile nehme ich immer mit. So ein Helm kann man auch gebrauchen, habe ich auch nichts. So ein Bogen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Oder, bewertet allgemein das Video. Ich kann echt jede Unterstützung jetzt gerade gebrauchen. Und, ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Ich werde mich gerade dran setzen und dann auch einen zweiten Part noch machen für übermorgen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr bei dem Part eingeschaltet habt. Und vielen Dank, dass ihr auch bisher geguckt habt. Finde ich mega geil. Und ja, ich wünsche euch sonst noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif. Ciao, Leute.